Neulich hat der Weihnachtsmann etwas gesehen, das er unbedingt ausprobieren muss. Dazu zeichnet er auf Karo-Papier mit einem Lineal ein Trapez der Höhe 4 cm, das an der oberen schmalen Seite 1 cm breit und an der unteren breiten Seite 6 cm breit ist. Er schneidet es aus und benutzt es als Schablone. Er legt es auf eine Kopierfolie und schneidet 4 durchsichtige Trapeze aus. Diese legt er entlang der schrägen Seiten aneinander und klebt sie mit Tesafilm zusammen. Nun entfaltet er das Ganze und erhält eine Pyramide ohne Spitze. Er stellt sie kopfüber in die Mitte seines Smartphones, auf dem er den hier angegebenen Film im Vollbildmodus startet. Tipp: Am besten seht ihr den Effekt, wenn ihr das Licht ausschaltet und den Raum abdunkelt. Was sieht er, wenn er nun von der Seite in die Pyramide schaut? A. Das DPG-Logo schwebt vor der Pyramide und dreht sich im Uhrzeigersinn. Das ist ein Hologramm. B. Das DPG-Logo schwebt in der Mitte der Pyramide und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Das ist ein Hologramm. C. Das DPG-Logo schwebt in der Mitte der Pyramide und dreht sich im Uhrzeigersinn. Das ist kein Hologramm. D. Das DPG-Logo schwebt vor der Pyramide und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Das ist kein Hologramm.